Aesops Fabeln, gelesen von Bastian Stiller. Der Adler und der Fuchs. Ein Adler horstete auf einer hohen Eiche und der Fuchs hatte sein Loch unten an derselben. Diese Nachbarschaft schien eine Freundschaft zur Folge zu haben. Aber ach, wie wenig aufrichtig war sie. Als der Fuchs einmal des Abends auf Raub ausging und der Adler gerade diesen Tag über aus Mangel an Beute mit seinen Jungen hatte fasten müssen, so glaubte er, der Hunger hebe jede Rücksicht der Freundschaft auf, stürzte sich auf die Füchschen, trug sie in seinen Horst und verschlang sie mit seinen Jungen. Ein leckeres Mahl für sie und ihn. Kaum war der Fuchs zurückgekehrt, als er auch seine Jungen vermisste und den Frevel sogleich ahnte. Er grimmt über diese Verletzung der Freundschaft und von seinem Schmerz getrieben stieß er eine Flut von Schmähungen gegen seinen früheren Freund, der nun sein heftigster Feind geworden war, aus, weil er sonst kein Mittel sah, sich zu rächen, und flehte den Zorn der Götter auf den Adler herab. Ruhig mit höhnischer Miene schaute der Adler auf den erbitterten Fuchs und ahnte nicht, dass so bald die verdiente Strafe folgen würde. In der Nachbarschaft war nämlich ein Fest und die Landleute opferten ihren Göttern. Als die Eingeweide angezündet wurden, flog der Adler hinzu, raubte nach seiner Gewohnheit ein Stück und trug es in sein Nest. Allein, ohne sein Wissen, war glimmende Asche an diesem Stück hängen geblieben. Sein Horst fing schnell Feuer und da gerade ein heftiger Sturm wütete, so war das Nest bald von den Flammen verzehrt. Die halbgebratenen Jungen fielen herab und der Fuchs verzehrte sie vor den Augen des Adlers. Dem Verbrecher wird sein Lohn.